Eine der krassesten Ankündigungen der kürzlich erschienenen Nintendo Direct war Nintendo Switch Sports. Ich bin einfach ultra gehypt auf dieses Spiel, welches ja auch bereits am 29. April erscheinen wird. Schon während die Direct lief, habe ich mir aber so einige Gedanken darüber gemacht, was da eigentlich geschieht und ob uns Nintendo wirklich alles zeigt, was uns im Spiel erwarten wird. Ich bin der Meinung, nein. Lasst uns daher mal den Trailer etwas genauer unter die Lupe nehmen, um geheime Hinweise auf weiteren Content finden zu können. Los geht's! Wir gehen dabei größtenteils chronologisch durch den Trailer und damit fangen wir im Hauptmenü des Spiels an. Hier sehen wir drei Auswahlmöglichkeiten. Wir können online mit bis zu 2 Personen an einer Switch spielen, lokal mit bis zu 4 Spielern oder online gezielt mit Freunden und das ebenfalls zu zweit. Das heißt, online normal und online mit Freunden ist getrennt. Interessant ist hierbei, dass nur bei der obersten Auswahlmöglichkeit etwas von Earn Items steht. Also kann man nur in diesem Modus neue Gegenstände erspielen? Das fände ich ehrlich gesagt etwas seltsam, da es sich um den Online-Modus handelt, in dem man scheinbar lediglich gegen zufällig zugeteilte Gegner spielt. In Spielen wie Smash Bros. Ultimate oder auch Mario Kart 8 Deluxe ist es ja so, dass wir offline und online Münzen sammeln können, um diese dann gegen neue Gegenstände eintauschen zu können. Das ergibt doch einfach Sinn, weil natürlich nicht jeder online spielen kann oder möchte. Ich hoffe daher, dass es sich hierbei nur um etwas seltsam formulierte Anzeigetexte handelt und nicht um eine tatsächliche Limitation des Spiels, weil ansonsten könnte man die Gegenstände im Spiel auch nur dann freischalten, wenn man die kostenpflichtige NSO-Mitgliedschaft abonniert hat. Dann sehen wir die verschiedenen Sportarten, die wir in den Modi bestreiten können. Los geht's mit Tennis und hier kann ich nicht wirklich etwas Besonderes anmerken. Es ist eben Tennis. Wir werden später noch sehen, dass es für diese Sportart scheinbar 3 Tennisplätze gibt. Hier sehen wir einen Platz, der mich zunächst vermuten ließ, dass es ein Sandplatz ist, aber dazu gleich mehr. Im Hintergrund dieser Szene sehen wir 2 große Bildschirme, vor denen das Tennis-Logo zu sehen ist. Leider hat Nintendo diesen Trailer in einer maximal hässlichen Qualität hochgeladen, weshalb es praktisch unmöglich ist, genauere Details einzusehen. Zum Glück bekommen wir später noch einen genaueren Blick. Da sehen wir, dass es sich bei den linken Screens um Werbetafeln für Schokolade handelt. Okay. Hier sehen wir auch den vermeintlichen Sandplatz im Detail. Aber irgendwie wirkt die Art, in der der Tennisball vom Boden abprallt, einfach überhaupt nicht wie Sand. In Mario Tennis Aces ist es beispielsweise so, dass der Sand dazu führt, dass der Ball deutlich weniger stark abspringt und stattdessen an Tempo verliert. Das ergibt ja auch physikalisch Sinn. Aber hier sieht es so aus, als würde sich der Ball überhaupt nicht für den Boden interessieren. Irgendwie ist das komisch, denn ich würde zumindest diesen Grad an Realismus auch in Switch Sports erwarten. Es ist möglich, dass das hier gerade Footage aus einer früheren Version des Spiels ist, aber es ist auch möglich, dass es tatsächlich im Spiel keine Relevanz hat. Das wäre wirklich eigenartig. Als nächstes sehen wir die gigantische Bowlingbahn. Erneut, die Videoqualität tut der Szenerie ein wenig Abbruch, weil durch die schlechte Bitrate das Bild auch ziemlich flimmert. Ich gehe stark davon aus, dass das im fertigen Spiel so nicht der Fall sein wird. Das wäre zumindest wirklich schade, denn ich finde die Hintergründe des Spiels allgemein sehr stimmig und hübsch. Wir sehen ganze 22 Bowlingbahnen mit 11 Bowling-Kugelausgaben. Ich hasse es jetzt schon, dass die Aufteilung der Ausgaben daher nicht symmetrisch ist. Später sehen wir dann noch eine richtige Gameplay-Szene. Dabei fallen 2 Dinge auf. Zum einen sehen wir im Hintergrund Zuschauer, die nur mit irgendwie 20 FPS laufen oder so. Ernsthaft, achtet mal auf die Flüssigkeit der Animationen. Um Performance zu sparen, werden diese eher unwichtigen Hintergrundanimationen in einer geringeren Bildrate dargestellt. Diese Technik kennen wir aus einigen Spielen, darunter auch aus Mario Odyssey's New Donk City. Fällt das im Gameplay auf? Wahrscheinlich nicht, wobei euch und mir wird es von nun an immer auffallen. Es tut mir leid. Die zweite Sache hat etwas mit der Steuerung zu tun. Die Joy-Con haben hier eine sehr genaue Bewegungserkennung und diese kommt hier zum Zuge. Wir können sehen, wie die Spielerin den Ball leicht andreht, damit dieser von der rechten Seite der Bahn direkt ins Zentrum der Pins ballert. So genau war das in Wii Sports damals nicht möglich, denn erst durch den Motion Plus Aufsatz der Wiimote konnte eine derart genaue Erfassung der Bewegung in Sports Resort umgesetzt werden. Sehr schön, dass das hier wieder der Fall ist. Mit der nächsten Sportart hätten wahrscheinlich die wenigsten gerechnet, das Schwertkampf-Minispiel aus Wii Sports kehrt zurück, aber es heißt nun Chambara. Und Mann, diese Arena sieht einfach ultra nice aus. Diese Botanik an den Wänden erzeugt eine tolle Stimmung und es gibt eine Menge Details im Hintergrund. Beispielsweise hängen einige Fahrräder an den Wänden, hier drüben diese 2 und dann hier links noch ein einzelnes. Was haben Fahrräder mit Schwertkampf zu tun? Eigentlich nichts. Ist das ein Hinweis darauf, dass Fahrradfahren eine weitere Sportart werden könnte? Links neben den Fahrrädern sehen wir auch einige Bücherregale, die bis oben hin mit Literatur vollgestopft sind. Lesen wird also auch eine Disziplin.
oder so. Rechts neben den Rädern lässt sich ein Café erahnen. Darauf bekommen wir in dieser Szene einen besseren Blick. Das Café sieht super schnuckelig aus und ich möchte da am liebsten sofort einen überteuerten Latte Macchiato für Erich bestellen. Besonders nett finde ich aber das Schlauchboot. In diesem Modus kickt man ja seine Gegner von der Plattform und damit diese dann nicht jämmerlich ertrinken, kommt eben die Seenotrettung zur Hilfe. Seltsam nur, einen Rettungsring sehe ich irgendwie nirgends. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es sich bei der Arena um ein unfunktioniertes Hallenbad handelt. Hier rechts hängen zum Beispiel drei Schaukeln, die natürlich als normale Sitzgelegenheit dienen können, aber theoretisch auch als eine Art Sprungbrett für normale Schwimmgäste. Und apropos Gäste, genau wie beim Tennis oder Bowling, stehen und laufen hier überall Zuschauer herum. Dadurch fühlt sich das ganze Szenario einfach sehr lebendig an. Sogar einen Außenbereich gibt es, den können wir durch die riesigen Fenster an der linken Seite erahnen. Außer Palmen, Sonnenschirmen und ein paar Tischen lässt sich aber leider nicht viel erkennen. Auch unklar ist, ob wie in Wii Sports Resort die Plattform bei fortschreitender Duelllänge irgendwann kleiner wird und lediglich das mittlere Stück übrig bleibt. Es sieht doch stark danach aus, denn schaut mal auf die Stützen der Plattform. Es mag eine optische Täuschung sein, aber es wirkt auf mich so, als ob die Mitte der Plattform noch einmal extra gestützt wird. Vielleicht durch eine Art Hydraulikapparatur, die dann die Mitte nach oben drücken könnte? Wir werden sehen. Aber kommen wir doch mal endlich zum Gameplay von Chambara. Erst einmal sehen wir, dass die roten und blauen Schwerter aus Wii Sports Resort diesen eher gummiartig anmutenden Stäben gewichen sind. Ich habe da mal was gegoogelt. Bei Chambara handelt es sich um die moderne Art des ursprünglich japanischen Schwertkampfs der Samurai, bei der gepolsterte Waffen verwendet werden. Aus diesem Grund tragen die Figuren auch keine Schutzausrüstung, weil es eben nicht wehtut, wenn man von diesen Stäben getroffen wird. Das Schlagen und Blocken wirkt dann aber wieder praktisch identisch zu Wii Sports Resort, was nicht schlecht ist. Nettes Detail, die Figuren im Hintergrund schauen ganz aufgeregt, wenn der finale Schlag gesetzt wird. Wirklich, wirklich schön. Aber Moment mal, das bringt mich auf einen anderen Punkt. Bevor wir zur nächsten Sportart kommen, sollten wir uns einmal über eben diese Figuren unterhalten. Denn offensichtlich sind das keine Miis und zum Glück auch kein Mii-Ersatz. Stattdessen erinnern mich diese Leute stark an die Kreaturen aus Go Vacation, einem der Wii-Spiele für mich. Gibt's auch auf der Switch, habe ich dort aber nicht gespielt. In Go Vacation gab es ebenfalls auch solche Figuren neben den Miis. Sie existierten sozusagen parallel nebeneinander in der Spielwelt. Go Vacation wurde von Bandai Namco bzw. damals Namco Bandai entwickelt. Ich frage mich, ob die auch irgendwas mit Switch Sports zu tun haben. Jedenfalls finde ich diese Figuren gar nicht mal so schlecht. Ich bin aber auch sehr happy, dass es die Miis weiterhin gibt. Die gehören einfach zu Nintendo und gerade beim geistigen Nachfolger von Wii Sports wäre es einfach falsch gewesen, die Miis zu entfernen. Übrigens, in diesem Trailer sieht man die Miis überhaupt nicht, aber in der Direct gab es eben auch eine Sektion, wo die zwei Präsentatoren das Spiel gespielt haben und sie haben beide Miis verwendet. Da konnte man dann sehen, dass es sie nach wie vor gibt. Die nächsten drei Sportarten sind komplett neu und die erste davon ist Fußball. Es spielen zwei Teams à vier Spielern gegeneinander und das inklusive Torwart. Und ich weiß nicht, ich finde die Spieler wirken auf diesem gigantischen Feld einfach total verloren. 6 gegen 6 oder 8 gegen 8 hätte man ruhig machen können. 11 gegen 11 wäre vielleicht too much gewesen, aber dann hätte man doch einfach das Spielfeld etwas schrumpfen können, oder sehe das nur ich so? Apropos schrumpfen, das genaue Gegenteil ist mit dem Fußball selbst geschehen, denn er ist groß. Ziemlich groß. Aus der kleinen Einblendung unten rechts erfahren wir, dass man mit dem Control-Stick des linken Joy-Con den Spieler steuert und mit dem rechten Joy-Con per Bewegungssteuerung verschiedene Moves ausführt. Der Ball fliegt dabei relativ langsam oder sagen wir vielleicht eher träge. Erinnert mich ein wenig an Rocket League. Übrigens, schaut mal hier in den Hintergrund und merkt euch sowohl diese Stütze als auch die Location des Fußballfeldes in Relation. Dazu kommen wir gleich nochmal. Die zweite neue Sportart ist Badminton. Und bin ich der Einzige, der da ein wenig enttäuscht ist? Ich meine, ich kann verstehen, dass Tennis und Tischtennis in einem Spiel vielleicht namentlich ein wenig zu ähnlich gewesen wären. Bei Wii Sports Resort gab es ja auch nur das Tischtennis. Aber Badminton hat ja basically ein identisches Spielfeld. Naja, schauen wir uns hier mal um. Wir sind in einer neuen Location. Links vom Spielfeld sehen wir zwei kleine Shops. Der vordere erinnert stark an das Café aus dem Chambara-Stadion. Vielleicht eine kleinere, noch teurere Außenstelle? Dahinter befindet sich aber merkwürdigerweise noch ein Café. Und da bekommen wir sogar den Namen. Das Café Buttons. Okay, wir sehen also nicht nur sportliche, sondern auch wirtschaftliche Konkurrenzkämpfe in diesem Spiel. In diesem Screenshot können wir auch sehen, dass das Café Buttons zwar erst 2 Jahre existiert, nämlich seit 2020, aber offenbar so erfolgreich ist, dass es mit Hilfe von Containern expandiert hat. Von dort oben genießen die Zuschauer einen schönen Blick über das gesamte Spielfeld und es gibt kostenloses WLAN.
Nintendo geht also echt mit der Zeit. Diese Zuschauerin genießt derweil ihren Deep Fried Chocolate Frappuccino für 16,99 €. Okay, die Witze werden langsam alt. Machen wir lieber weiter. Direkt gegenüber von der Kaffee Buttons Hauptstelle hat sich dann ein Eiscreme-Laden niedergelassen. Eiscreme Volley heißt der. Interessant, es gibt ja auch Volleyball als neue Sportart. Sehr cool finde ich allgemein den Hintergrund dieser Arena mit dieser riesigen Treppe und den beiden Rolltreppen links daneben. Unter der Galerie befinden sich wieder eine Sammlung an Bücherregalen und auch einige Möglichkeiten für die Mies, sich irgendwie zu beschäftigen. Insgesamt gibt mir das so richtige Convention Center Vibes. Es fühlt sich einfach wirklich wie eine moderne Sportstätte mit Nebenattraktionen an. Sehr, sehr nice gemacht. Das Gameplay von Badminton ist dann wenig überraschend. Man schlägt halt den Federball übers Netz. Mehr kann ich da auch nicht sagen. Ich bin nur gespannt, inwiefern sich das Spielgefühl vom äußerlich recht ähnlichen Tennis unterscheiden wird. Die letzte neue Sportart ist Volleyball. Eine, wie ich finde, sehr spannende neue Sportart. Das Volleyballfeld ist umgeben von schönen und saftig grünen Beeten und auch wieder von Wandbepflanzung. Wir sehen auch wieder Werbetafeln für die Schokolade, so wie vorhin beim Tennis. Hinten links sehen wir einen Aufzug, der hier seine höchste Position erreicht. Zusammen mit der Dachschräge lässt das darauf schließen, dass Volleyball ganz oben in diesem Gebäude ist. Nun liegt die Vermutung nahe, dass sich auch die anderen Sportarten in demselben Gebäude finden lassen, auch aufgrund der Architektur und des allgemeinen Designs. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Im Hintergrund dieser Szene sehen wir ein großes Plakat in drei Teile aufgeteilt an der Wand hängen. Das sieht nicht nur stylisch aus, sondern wirkt für mich auch sehr inspiriert vom Spielelogo. Und das war's dann auch schon an Volleyball. Kommen wir also nun zum vielleicht spannendsten Teil des Trailers, zu diesem Überblick über die Spielwelt. Diese heißt Spocko Square. Dieser Screenshot wird noch sehr wichtig, glaubt es mir. Zunächst einmal werden uns die Orte der Sportarten gezeigt. Von oben links nach unten rechts haben wir Volleyball, Badminton, Bowling, Soccer, Chambara und Tennis. Seltsam, oder? Die Sportarten sind also doch nicht in einem großen Gebäude, sondern auf mehrere kleine verteilt. Ein zentrales Hauptgebäude scheint es aber trotzdem zu geben, denn dieses hier, genau im Zentrum, bekommt keine Beschriftung. Bei Volleyball, Soccer, Chambara und Tennis kann man sogar die Spielfelder bzw. Arenen erkennen. Zugegeben, bei Chambara muss man wirklich genau hinschauen, aber hier sieht man die kreisrunde Arena durch das Dachfenster. Beim Bowling lassen sich die Bahnen noch irgendwie erahnen, aber Badminton lässt sich von außen gar nicht erkennen. Vielleicht bin ich auch blind und ihr seht hier was, aber ich kann keinen Badmintonplatz erspähen. Auch das Hauptgebäude, ich nenne es mal zumindest so, verrät uns nicht seine Geheimnisse. Irgendeinen Sinn muss es aber haben, sonst würde es dort nicht stehen. Doch Moment mal, das war's ja noch gar nicht. Was ist denn mit diesen beiden Gebäuden am rechten Rand? Diese haben ebenfalls keine Beschriftung und gewähren auch keinen Blick ins Innere. Es wird Zeit für Spekulation. Fangen wir mal unten an. Mein erster Gedanke war Baseball. Findet ihr nicht auch, dass dieses Gebäude aussieht wie eine Baseball-Arena? Beim weiteren Nachdenken ist mir aber aufgefallen, dass die Größe nicht so ganz hinhaut. Außerdem sehen wir das Baseballfeld gar nicht, obwohl es aus der Luft ja sichtbar sein müsste, so wie bei den meisten anderen Sportarten. Das kann also nicht so ganz sein. Das obere Gebäude liegt direkt am Wasser und hat sogar zwei Stege, an denen kleine Schiffe angelegt haben. Um das Gebäude befinden sich diese seltsamen Gebilde, die irgendwie wie Zelte aussehen. Aber hier hinten, da haben wir einen Hinweis, denn ich erkenne dort Surfbretter oder Wakeboards. Im Zusammenhang mit den sportlich aussehenden Booten erinnert das doch hardcore an das Wakeboard-Spiel aus Wii Sports Resort, eins meiner absoluten Favoriten. Bloß die Frage ist, warum verrät uns Nintendo das nicht? Ich meine, wir haben hier Hinweise im Gegensatz zu dem südlicheren Gebäude. Also, warum zeigen sie es uns noch nicht? Wollen sie sich das noch aufsparen für eine weitere Direct oder mal für einen random Trailer auf Twitter? Ich bin davon ein bisschen verwirrt. Aber es zeigt uns gleichzeitig auch, dass sich hier definitiv Geheimnisse in diesem Screenshot verbergen, die Nintendo aktuell noch zurückhält. Also, was könnte hier vor sich gehen? Vielleicht verrät uns ja das HUD etwas. Oben rechts haben wir unser Spieler-Icon plus den Controller und daneben eine Punktzahl. Es scheint, als müssten wir 100 Punkte sammeln, um ein Geschenk freizuspielen. Diese Fläche sieht auch irgendwie klickbar aus, also so, als würde sich dahinter noch ein Menü verbergen. Vielleicht können wir hier unser Profilbild und allgemeine Informationen rund um unseren Spieler ändern? Das würde zumindest Sinn ergeben, denn oben links sehen wir, dass wir uns im Online-Modus befinden. Und wenn ihr euch ans Hauptmenü erinnert, dann erinnert ihr euch hoffentlich auch noch daran, dass das der scheinbar einzige Modus ist, in dem man eben Items erspielen kann. Hier interagieren wir auch mit den random Gegnern,
da würde es ja Sinn machen, dass man seinen eigenen Charakter so ein bisschen einstellen kann und vielleicht auch so kleine Nachrichten einstellen kann, die man am Beginn eines Matches dann versenden kann. Wer weiß schon genau. Unten rechts in der Ecke befinden sich dann drei weitere Symbole. Einmal ein Kleiderbügel, ein Zahnrad und das Geschenk, das wir auch oben sehen können. Ich lehne mich jetzt mal gewagt aus dem Fenster und behaupte, dass sich hinter dem Zahnrad die Optionen verbergen. Aber was geht beim Kleiderbügel ab? Naja, vermutlich kann man sich dort umziehen. Es ist möglich, dass einige der freischaltbaren Items Kleidungsstücke sind, die wir dort aufgelistet bekommen. Das wirft dann aber die Frage auf, was es mit dem Geschenk und der Punktzahl auf sich hat. Bekommen wir vielleicht schon mit weniger Punkten Items, aber erst mit 100 Punkten ein großes, krasses Geschenk? Zum aktuellen Zeitpunkt ist es vollkommen unklar, wie wertvoll ein Punkt eigentlich ist. Schließlich sehen wir keine Szene, in der der Spieler welche erspielt. Sollte es sich bei den Geschenken aber wirklich um schwer zu erreichende Gegenstände handeln, ergäbe es Sinn, dass diese einzeln in einem Untermenü aufgeführt werden, eben hier bei dem Geschenk. Wenn ihr jetzt dachtet, dass es das jetzt aber zu dem Screenshot langsam war, habt ihr euch getäuscht, denn wir haben da noch eine Sache, die mich einfach total stutzig macht. Um die Welt herum verläuft etwas, was für mich wie eine Monorail-Strecke aussieht. Hier, das dunkelgraue Dingsbums. Erinnert ihr euch noch an diese Stützen aus dem Fußballmodus? Hier ist das Fußballfeld, hier das linke Tor und hier die Monorail-Strecke. Passt zusammen. Oben sehen wir sogar etwas, das einer Bahnstation ähnelt. Seltsam, oder? Warum bräuchte man eine Monorail, wenn sich der gesamte Sportspaß nur in diesem Bereich hier abspielt? Also, ich meine, wo fährt man denn dann mit der Monorail hin? Die einzelnen Sportplätze sind ja gar nicht angebunden. Die sind scheinbar nur zu Fuß zu erreichen, zum Beispiel über diese Brücken hier. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Nintendo hat uns hier wieder etwas verschwiegen, beziehungsweise auf etwas hingedeutet, je nachdem, wie man das betrachtet. Und besonders sass ist es, dass die Strecke aus dem Bild läuft, sowohl nach Süden als auch nach Westen und nach Osten. Ich behaupte einfach mal, dass das die Himmelsrichtungen sind, beweist mir doch das Gegenteil. Aber warum zum Geier tut die Monorail das? Naja, eine naheliegende Erklärung wäre, dass sich außerhalb des uns bekannten Bildes weitere Sportstätten befinden. Wir wissen bereits, dass Golf nicht auf der Halbinsel stattfindet, weil, seht ihr hier irgendwo einen Golfplatz? Basierend auf dem ganzen Wasser und der Tatsache, dass Golf auch in Wii Sports Resort eine eigene Insel hatte, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Golfinsel im Süden des uns bekannten Bereiches liegt und die Monorail über das Meer verläuft. Also ernsthaft, warum sollte man eine Monorail über das Meer bauen? Da muss ja irgendwas unten sein. Und im Westen und Osten? Tja, da haben wir tatsächlich null Anhaltspunkte. Theoretisch könnte dort alles sein. Und wenn man sich die Auswahl an Sportarten bisher so anschaut, ist ja auch noch eine Menge Platz für weitere Klassiker. Ich vermisse zum Beispiel mein geliebtes Tischtennis oder natürlich auch das Flugzeug. Allerdings muss ich auch sagen, dass die Welt bisher nicht so wirklich spannend zum Erkunden aussieht. Es sieht dann doch stark wie eine recht generische Hub-World aus. Ob es da so spannend wäre, mit einem Flugzeug die Welt zu erkunden? Ich weiß ja nicht. Aber wer weiß, was außerhalb der Map noch geschieht. Vielleicht ist da ja ein Raumzeitportal, das uns direkt zur Wuhu-Insel teleportiert. In HD, man darf ja wohl noch träumen. Der Rest des Trailers konzentriert sich dann hauptsächlich auf den Online-Modus. Und scheinbar gibt es einen Battle-Royale-Mode beim Bowling? Das klingt absolut geil, wenn ihr mich fragt. Lustig ist auch, man wird wohl ähnlich wie in Mario Party Superstars diese kleinen Sticker für Kurznachrichten nutzen können. Freut euch also auf fetten Emote-Spam beim Spielen mit Randoms. Aber Moment, hier ist noch etwas Spannendes. Nach der Bowlingrunde sehen wir, dass Dan mit 174 Punkten den ersten Platz belegt, während er den Status Rookie, also Anfänger, innehat. Also ja, man kann höchstwahrscheinlich auch im Rang aufsteigen. Ob es dann noch eine Art Elite-Modus wie in Smash geben wird? Können gespannt sein. Die letzte relevante Szene zeigt uns dann noch den Golfmodus. Ich habe es gerade schon angesprochen. Hier ist viel Wasser und wenig Stadt, was mich vermuten lässt, dass wir uns hier auf einer separaten Insel befinden. Nur, wo ist die Monorail? Ich konnte sie nirgends entdecken. Also, vielleicht habe ich auch einfach viel zu viel in einen 3-minütigen Trailer hineininterpretiert. Aber ja, das wäre es soweit mit meiner Analyse zum Trailer. So etwas habe ich ja bisher noch nie auf YouTube gemacht, aber es hat echt Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach hoch und schreibt auch gerne in die Kommentare rein, was so eure Eindrücke sind zu Switch Sports. Ich bin ultra gespannt auf das Game, hab's auch schon vorbestellt, die physische Version mit diesem komischen Beingurt, den ich wahrscheinlich niemals benutzen werde. Aber sei es drum, Nintendo hat dieses Jahr mein Geld irgendwie verdient. Aber vielleicht stehe ich mit meinem Hype ja auch total allein da. Lasst es mich gerne mal wissen. Und falls euch noch irgendwas Komisches aufgefallen ist, schreibt es mir auch mal in die Kommentare.
Kommentare rein. Mal schauen, vielleicht gucken wir uns auch die anderen Trailer der Direct noch an. Ich bin mal sehr gespannt, je nachdem, wie das hier bei euch ankommt. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.